Alles andere hat meinen Respekt. Jeder kann leben, wie er möchte. Aber vor dem Hintergrund glaube ich, der Staat muss abwägen, wofür gebe ich Geld aus, was ist mir wichtig, was transportiert die Zukunft. Meine Erklärung ist ganz einfach. Es ist eine sehr gute, muss ich Ihnen sagen, muss ich Ihnen wirklich zugutehalten, Lobbyarbeit gemacht worden. Über viele Jahre. Ja. Oh ja. Ich glaube, das ist ganz eindeutig. Und auch sehr stark über die Rechtsschiene. Also ich sag mal zum Beispiel Volker Beck als Jurist hat da ja wesentlich gewirkt und er nicht alleine. Manfred Bruns, der glaube ich der Geschäftsführer war des Lehrstuhl- und Schulenverbandes, wenn ich das richtig weiß. Die haben wirklich da sehr viel geschafft in den letzten Jahren und nicht zuletzt. Deswegen haben wir jetzt so ein Urteil. Also verstehen kann ich es allerdings nicht. Urteil, aber eines ist ja auch deutlich. Der Gesetzgeber hat seinerzeit ja bewusst die gleichgeschlechtlichen Partnerschaften nicht Ehe genannt. Und jetzt soll etwas finanziell gleichgestellt werden, was natürlich nicht gleich ist. Genau. Ein Mann und eine Frau gemeinsam ist etwas anderes als ein Mann und eine Frau. Das sind Unterschiede. Das sind Äpfel und Birnen, die man hier miteinander gleichsetzt. Also man kann es ja doch ganz logisch auch sehen, dass es nicht gleich ist. Es ist unterschiedlich. Ich kann es verstehen, wenn ich Sie einordne. Das heißt, wir haben auch in der katholischen Kirche einen gewissen Proporz an sehr reaktionären Katholiken, die sich dann entsprechend positionieren. Es kommt in allen Gesellschaftsformen durch die Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte hinweg, war etwas, was Bestand hatte, das war die Ehe. Ob das die Kirchen sind, ob das die Nichtkirchen sind, auf jeden Fall war es die Ehe, die dort einen besonderen Rang hatte. Und das hatte natürlich einen Grund. Man wusste nur, da kommen die nächsten Generationen hervor. Alles andere, sage ich auch, war beliebig. Es soll auch jeder leben, wie er möchte. Ich glaube, nur ein Staat soll sein Geld da hineinstecken, was ihm die Zukunft sichert. Und wir beklagen und hier in Deutschland. Die Zukunftsvision, die Herr Berger beschreibt, lassen Sie nicht gelten. Das ist keine Zukunftsvision. Das ist einfach die Zukunft einer modernen Gesellschaft. Nein, unpraktisch für den Staat. Unpraktisch. Also, ja, sicher. Entschuldigung, Frau Steinmacher, was haben Sie denn für ein Staatsverständnis? Also, Frau Steinmacher, die Menschen sind nicht für den Staat da. Der Staat ist für die Menschen da. Und Frau Steinbach, die Zeit, in der ein Staat Reproduktionsraten hat steuern wollen, die sind zum Glück vorbei. Das soll nicht geschehen. Wir wollen es Menschen ermöglichen, mit Kindern aufzuwachsen. Übrigens bekommen auch Schwule und Lesben Kinder. Ja? Und aber nicht miteinander. Nicht nur Ehegatten. Nicht miteinander. Ja, aber Entschuldigung, das Ehegattensplitting gibt es für jeden, der miteinander verheiratet ist. Ob die Kinder haben, ob sie Kinder wollen, ob sie Kinder bekommen können, ist es völlig egal. Und deshalb ist das doch ein Märchen, was Sie hier verbreiten. Nein, sie es geht beim Ehegattensplitting nicht um die Kinder, sondern es geht um die Einstandspflicht. Ja. Sie haben mich nicht ausreden lassen. Jetzt, Frau Steinbach, bitte. Wir beklagen hier in Deutschland, in allen Gazetten ist das zu sehen. In den Medien ist das zu sehen. Wir brauchen unbedingt die Zuwanderung von Menschen. Wir haben zu wenig Facharbeitskräfte. Und wir schaffen uns nicht, unsere eigene Reproduktionsrate wenigstens nur stabil zu halten. Wir müssen selbst dafür sorgen, anstatt die anderen hier reinzuziehen und für uns arbeiten zu lassen. Wir sind ja keine Helotenkoppel. Der Unterschied liegt eben darin, dass es nicht gleich ist. Es sind keine gleichartigen Gemeinschaften. Ganz normal kann man das feststellen. Also deshalb bedarf es gar keiner großartigen, langatmigen Begründung. Eine Ehe ist etwas zwischen Mann und Frau und das andere ist etwas zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Partnern. Und da sagen wir, das wollen wir nicht gleichgestellt sehen, weil es auch nicht gleich ist. Ganz logisch. Ich bin naturwissenschaftlich orientiert, dann weiß man das ganz genau, dass Gleiches gleich sein muss. Das ist es aber nicht. Da muss man einfach mal erst klären, was ist überhaupt eine Ehe? Eine Ehe ist ein auf Lebenszeit angelegter Bund zwischen einem Mann und einer Frau, die sich sowohl geistig, seelisch als auch körperlich dauerhaft eben über diesen ganzen Zeitraum aneinander binden, und zwar exklusiv. Das heißt, dass nicht noch jemand anderes, man hat keine sexuellen Beziehungen lustig mit diesem und jenem. Das gehört alles mit dazu. Sagen Sie Umfragen, aber anderes. Nein, das ist einfach schon, da merken Sie schon den Unterschied zur Lebenspartnerschaft, wo das in der Form einfach nicht gegeben ist. Das können Sie ja so nicht sagen. Man kann sich statistisch ja ewig kann man lange das schon Treue sagen. Das kann man statistisch schon sagen.
Aber statistisch muss man natürlich auch sagen, dass sehr viele Ehen scheitern. Da ist das natürlich so, erklärt sich natürlich auch das Lachen im Hintergrund, weil manche einer Fälle kennt, wo Ehen eben nicht lebenslang hielten und sie ganz sicherlich auch. Ja, natürlich. Es ist sehr schade, dass es so ist und es ist traurig. Aber wir sind eben alle Menschen und wir sind fehlbar und es können einfach viel schief gehen. Das ändert aber nichts an dem Prinzipiellen. Es ändert nichts an dem Grundsätzlichen, was eine Ehe ist. Es ändert nichts an der Definition. Das ist in der Tat leider auch zunehmend mitunter Ehen auch scheitern. Das ist so. Ja. Aber es ändert nichts an dem Grundsätzlichen. Wobei man eines ja auch feststellen kann, also junge Menschen, die sich entschließen, sie wollen heiraten, die lieben sich, die wünschen sich eigentlich eine dauerhafte, beständige Ehe. Das klappt nicht immer. Also ich bin jetzt im 41. Ehejahr verheiratet, das ist nicht mehr so unbedingt die Regel. Jede dritte Ehe wird ja geschieden. Aber der Wunsch der Eheschließenden ist in aller Regel, dass man zusammenbleibt. Wenn es dann scheitert, ist es für beide Teile meistens auch eine Tragödie und hinterlässt auch seelische Spuren. Ja, aber diesen Wunsch haben doch auch Schwule und Lesben, sie die eine Lebenspartnerschaft miteinander eingehen. Das ist ja nett, dass Sie uns dazu gestehen. Nein, ich dachte, wir sind ein freies Land. Aber Frau Steinbach, warum sprechen Sie, Sie vielleicht noch stärker, eigentlich Lesben und Schwulen ab, dass sie dauerhafte Beziehungen führen können? Ja, dem steht doch gar nichts entgegen. Nur der Staat muss es nicht finanziell fördern. Ganz einfach. Richtig. Also natürlich lasse ich das gelten. Ich könnte doch niemals einen kleinen Menschen oder eine könnte ich doch nicht gelten lassen. Also das ist völlig undenkbar, selbstverständlich. Halten Sie es für eine normale Familie dann auch? Nein, das nur nicht. Also eine normale Familie ist das natürlich nicht. Denn ich meine, jeder Mensch hat einen Vater und eine Mutter. Und das Normale ist, dass Vater und Mutter zusammen für dieses Kind da sind. Das ist für ihn vielleicht sogar auch der Fall, aber dass sie auch zusammenleben. Das eigentlich Normale ist, dass so ein Kind auch als Frucht der Liebe zwischen der Vater und der Mutter ganz normal entspringt. Ja? Das ist das Normale. Und das ist ja hier in dieser, glaube ich, soweit ich informiert bin, jetzt nicht gegeben. Das ist ja kein Adoptionskind, das ist ja ein selbstproduziertes Kind, so will ich mal benennen, weil ich nicht weiß, wie das vor sich gegangen ist. Unglaublich, diese Sprache. Also ich bin erschüttert, wie Sie als Politikerin eine solche Sprache anwenden können. Ein Kind, das produziert wird. Es ist unsäglich. Die ganze Zeit wird hier gehudelt, wie toll Kinder sind. Sie ist fast zu Tränen gerührt, als sie von dem Kind hört. Und dann wird hier von Produktion von Kindern gesprochen. Es ist wirklich, es ist schockierend. Machen Sie das bewusst, Frau Steinbach? Moment. Nein, weil ich weiß ja nicht, wie es gezeugt wurde. Also deshalb sage ich, wähle ich die Umschreibung. Das frage ich bei Ihnen auch nicht nach. Ja, bei uns ist ja gut. Okay. Die Adoptionszahlen sprechen dafür, dass es auf Eltern beschränkt bleiben sollte. Auch ganz eindeutig. Und auch diese anderen Kinder werden auch bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften nicht der Renner sein, sage ich jetzt mal ganz platt. Nicht? Ja, das wird man nicht unbedingt sich wünschen, weil man ja eigentlich auch möchte, dass man ein Kind von klein auf erziehen kann. Als Kindeswohl ist es ganz wichtig, dass es eben einen Vater und eine Mutter hat. Das ist sogar... Das ist ein ganz normaler Reflex, dass Menschen ihre eigenen Eltern immer verteidigen. Das tun sie sogar dann oft, wenn objektiv dort etwas nicht so gut gelaufen ist. Aber das unterstellen Sie Malte nicht. Nein, ich unterstelle jetzt gar nicht. Ich sehe das, ob man das volle Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche homosexuelle Partnerschaften geben darf und ob man damit quasi Kindern von vornherein die Möglichkeit, und zwar gezielt, vorenthält, bei Vater und Mutter aufzuwachsen oder sogar einen seiner seine biologischen Eltern überhaupt zu kennen. Und das mag in Ihrem Fall, das ist schön für Sie, wirklich, das meine ich jetzt nicht ironisch, sondern ganz ernst. Es ist schön, dass Sie darauf im Moment noch verzichten können, aber es ist nicht unbedingt typisch. Und wenn Sie mal wenn Sie sich mal mit Psychiatern unterhalten, dann ist das ist das eine ganz typische Sache, nicht bei künstlich gezeugten Kindern, aber ganz allgemein, dass dieses Suchen nach dem nach der Identität, nach den Wurzeln, nach den eigenen Eltern, in Situationen, wo diese Eltern nicht bekannt sind oder wo ein Elternteil nicht bekannt ist, das kann einen das ganze Leben sehr stark
negativ auch prägen. Ja? Wenn das bei Ihnen nicht der Fall ist, freue ich mich wirklich für Sie, aber es ist nicht unbedingt typisch. Ja. Dann sieht die Welt anders aus. Also ich sage es mal an einem Beispiel und jetzt bitte gehen Sie nicht die Decke hoch. Wenn ich jetzt in meinem Garten Schnittlauch und Petersilie anpflanze, kriege ich trotzdem keine Agrarhilfen dafür, weil ich sage, obwohl ich sage, sie sind ökologisch angebaut, ich esse das selber, ich schone andere Ressourcen, das mache ich alles in meinem Gärtchen, weil das eben für die Allgemeinheit uninteressant ist. Und da sage ich, es gibt Dinge, die sind für die Allgemeinheit nicht so wichtig, aber es soll jeder leben, wie er möchte. Da bin ich ganz liberal. Aber Frau Steinbach, die Agrarsubventionen sind jetzt hier vielleicht nicht der zielführende Vergleich.